Heute habe ich Lorenz Hofchips. Und zwar in vier verschiedenen Sorten. Jeweils bestellt bei World of Sweets. Einen Link versuche ich, vergesse es immer wieder, aber ich versuche es irgendwie in die Kommentare oder so zu posten. Die habe ich vorher noch nie probiert. Und wusste auch gar nicht, dass es so viele Sorten gibt. Auf jeden Fall sehr interessant. Butter und Salz. Wenn Chips wie Butter. Ich liebe dieses Butterpopcorn. Ich hoffe mal, dass die auch ein bisschen nach Butter schmecken. Salzige Chips sind sowieso geil. Hier dachte ich, das wäre auch wieder der Sour Cream Klassiker. Aber das ist halt Sour Rahm, also Sour Cream und Schnittlauch. Ob man das schmeckt, weiß ich nicht. Oder ob ich das schmecken werde. Dann Standard Paprika. Und milder Käse. Besten deutschen Anbauregionen. Ländlich rustikal gewürzt, knusprig im Kessel geröstet. Entschuldigung. Ich habe immer noch nicht verstanden, was dieses Kesselchips sein soll. Also angeblich sollen sie in so einem Kessel halt frittiert sein. So ein Kupferkessel ist manchmal auf dem Bild drauf. Aber ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied macht, ob man jetzt in einem Kessel mit Öl frittiert oder in irgendeiner komischen Bahn auf dem Fließband mit Öl frittiert. Ich glaube, das ist eher nur so ein Marketing-Gag. Wir von Lorenz Snack World arbeiten partnerschaftlich mit Landwirten aus der Region Lüneburger Heide, Oberpfalz und Niederbayern zusammen. Okay. Im Kessel mit Sonnenblumenöl geröstet und ländlich rustikal gewürzt. Schale geröstet mit Salz- und Butterwürzung. Es gibt wieder neue Chips von Lorenz. Ich habe irgendwie heute Frosch im Hals. Sekunde. Ich muss mir mal angewöhnen, dieses Räuspern rauszuschneiden. Das stört mich persönlich immer. Aber ich bin da ein bisschen faul immer. Es gibt neue Chips von Lorenz. Wahrscheinlich so ein Special-Ding. Habe ich im Aldi-Prospekt gesehen von letzter Woche. Aber ich bin halt nicht hingefahren und so, ist zu weit weg und dies, das und sowas. Bei World of Sweets hatte ich es auch noch nicht gesehen. Aber ich versuche es nochmal irgendwie, die zu kriegen. Schmecken wirklich leicht nach Butter. Und es ist jetzt nicht so ein übertriebener Salzgeschmack.
Mir persönlich ist der Salzgeschmack zu wenig, also zu wenig Salz, aber es gibt so halt billig No-Name-Chips, die halt nicht nach normalem Salz schmecken, sondern eher so nach Salzwürze. Als ob sie halt flüssig Wasser mit Salz gemischt haben und das einfach drüber geschüttet haben. Das hier ist besser. Aber irgendwie sagt mir mein Kopf, das ist nicht Butter, das ist Margarine. Irgendwas stört mich an dem Buttergeschmack. Das ist irgendwas komisch, nicht so wie Butter, wie man es halt normal isst. Oder zumindest nicht die Sorte, die ich esse. Es schmeckt wirklich ein bisschen komisch nach Margarine. Nicht schlecht, schmecken eigentlich gut, aber halt irgendwie meine Erwartungen waren ein bisschen höher. Aber gut sind sie trotzdem. Nur halt nicht so gut, wie ich gehofft habe. Ah ja, die sind mir ehrlich gesagt nicht knackig genug. Die sind so ein ganz, ganz leicht pappig. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass die nicht so knusprig sind wie normale Chips. Die sind geil gewürzt. Diese normalen Standard-Paprika-Chips hatte ich, glaube ich, schon länger nicht mehr. Also ich weiß es nicht mehr, aber die sind viel, viel kräftiger gewürzt als die normalen. Und die sind richtig knackig im Vergleich zu denen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, warum die so ein bisschen weicher waren. Die sind gut. Sauerrahm und Schnittlauch. Ich überlege gerade, ob ich diese Kesselchips schon gefilmt habe. Bei den Sorten kommt man echt durcheinander. Schnittlauch schmeckt man ordentlich raus. Das ist nicht dieser normale Sauerrahm-Sour Cream-Geschmack. Das ist halt eher halt wirklich halt echter natürlicher Sauerrahm. Sour Cream ist ja eigentlich nur das englische Wort dafür, aber ich schätze mal, da ist so viel Zucker und Fett noch drin und bei dem Sauerrahm ist es ein bisschen so, schmeckt so halt natürlicher. Sowas, was man halt zu Kartoffeln isst, ne? Aber gefällt mir irgendwie nicht. Nee, ich mag den Geschmack ehrlich gesagt nicht.
Dann. Ist wirklich sehr mild. Also es ist nicht so ein künstlicher, übertriebener Käsegeschmack. Aber halt trotzdem so ein kräftiger Käsegeschmack halt. Nicht jetzt so ein lascher Käse, sondern so ein etwas stärkerer. Aber ist auch nicht so meins. Die Paprika sind richtig, richtig lecker. Richtig gut. Die anderen Sorten sind ganz okay. Also ich glaube, ich würde sie nicht nochmal kaufen. Mit Ausnahme von Paprika. Aber ach, Geschmäcker sind ja verschieden. Gut. Jetzt habe ich euch wieder 10 Minuten von eurer Zeit gestohlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann, ne? Heute habe ich ein paar Sachen von Brandt. Und zwar hätten wir da einmal Knusperherzen. In den Sorten. Das kann ich selbst nicht lesen. Kokostraum.